Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Ultimate Karriere. Dieses Mal findet damit der Knopf. Bist du Zweiter. Im Moment stehst du in der ersten Startreihe. Also aktuell stehen in der ersten Startreihe für den Grand Prix von Europa in Valencia. Das heißt, ihr habt die Chance beim zweiten Heim Grand Prix meines Teams eine bessere Leistung zu liefern als beim Rennen in Barcelona, wo mir das die Taktik im Rennen ja ordentlich nach hinten geworfen hat. Wir haben jetzt eine ähnliche Ausgangslage wie zuletzt in Kanada. Im Qualifying droht der Regen. Deswegen habe ich jetzt mal für mehrere Runden das Auto getankt und werde jetzt einfach ein paar Pushlaps fahren und hoffen, dass ich mit dem Trockenen einfach so weit vorn wie möglich platzieren kann. Wobei dieses Mal nicht von der Pole Position ausgeht, weil wir haben hier wieder lange Geraden, die einfach dem Auto nicht gut tun. Denn da verliere ich einfach deutlich Zeit im Vergleich zur KI. Bisschen zu früh anbremst. Also das war jetzt alles andere als eine perfekte Runde bisher. Und vor mir sehe ich schon mehrere Autos. Das ist nicht gut. Denn im letzten Sektor ist die KI in einer Kurve echt mega langsam, obwohl das eigentlich ein Vollgasstück ist. Und zwar nämlich doch nach der Haarnadel. Kann man, wenn man die Kurven da richtig erwischt, alles schön Vollgas nehmen. Und die KI bremst aus irgendeinem Grund in den Rechtskurven da ab und man kann da halt deutlich Zeit im Vergleich zur KI aufholen. Aber eben auf den Geraden verliere ich nur mehr Zeit, als ich da gut machen kann. Weil ich glaube, der Toro Rosso da vorne, der war auf einer Einführungsrunde. Das wäre die sechste Startreihe. Du hast fast kein Benzin mehr. Fast kein Benzin Alter mehr. Komm in den nächsten zwei Runden an die Box. Alles andere ist eine perfekte Linie und da kommen schon die ersten Regentropfen. Das ist nicht geil. Kann ich noch 8 schnelle Runden zumindest bei guten Gripverhältnissen fahren. Ah, verbremst. Aus dem Weg Button. Wow! Bro! Du fährst eh in die Box, wieso blockierst du dann die Ideallinie? Was soll das? Bist du deppert? Komm alleine, bist du langsam! Aber eigentlich dürfte meine Runde jetzt nicht zählen, weil ich war ja außerhalb der Strecke. I'll allow it. Kovalainen bleibt draußen und was wird's? Eine 1. Deine letzte Rundenzeit bedeutet 42. Platz 9. Noch 30 Sekunden in dieser Session. Es war nur kurzer Regenschauer, das heißt, ihr habt jetzt nochmal. Die sechste Startreihe verdrängt. Platz 11 im Moment. Okay. Ihr habt jetzt nochmal eine letzte Chance, mich nach vorne zu verbessern. Oder zumindest in den Top 10 zu kommen. Nur 1,5 Zehntel Verbesserung. Das ist zu wenig. Ah, Fehler! Okay, die Runde gilt noch, weil das überrascht mich doch ein bisschen, weil normalerweise, wenn ich da neben der Strecke war, ist mir die Runde annulliert worden. Ah gut, ich habe eben mehr Zeit verloren als gut gemacht. Ah, jetzt ist vorbei. Da habe ich jetzt zu viel wollen. Startplatz 11 und keinen Vorteil der freien Reifenauswahl, weil wir haben jetzt schon zu Anfang des Rennens Regen und ich habe nach dem Qualifying gehofft, dass der Start trocken sein wird und ich zumindest auf den harten Reifen dann einen langen ersten Stint fahren kann, aber dem ist nicht so. Aber machen wir jetzt einfach das Beste aus der Situation, wer weiß, vielleicht läuft es ja im Regen jetzt besser. Sebastian Vettel auf der Pole Position im Red Bull vor seinem Teamkollegen Webber. Ich auf dem 11. Startplatz und mein Teamkollege Senna nicht in der letzten Reihe, das ist zumindest mal gut für ihn. Der Boss erwartet heute einen weiteren Podiumsplatz. Kannst du das schaffen? Harvey, Podium außerhalb der Top 10 in einem HRT. Wie viel Druck will man denn noch haben? Ja, der Start war mäßig. Sutil ist vorbei. Ja, was können wir da? Ah, Barrichello! Ah, ich wollte außenrum in Kurve 1 attackieren, aber Barrichello macht die Linie komplett zu für mich. Ich muss mich mal hinten anstellen mit Platz 13, kann ich jetzt zumindest an Rubens vorbei, bis der Part. Der lenkt nochmal ordentlich zu wie und kann sich gegen mich mal behaupten. Jetzt hast du ihn, häng dich an sein Heck und überhol ihn auf der Geraden. Er zieht mir davon, obwohl er einen solchen Motor hat wie ich. So viel zu ich hab ihn. Aber ich bremse ein bisschen später, der F-Bomb. Déjà-vu. Ah, Auto fast verloren. Es ist gerade wie verhext, die kommen da nicht weg vom 13. Platz. Boah! Rubens, du bist so saulangsam.
nimm mehr Geschwindigkeit mit wie Sutil. Du bist 12. Position 12. Er kann sich durchsetzen, ich bin jetzt innen. Ah, Sutil kommt aber besser raus aus der letzten Kurve. Jetzt habe ich aber eine gute Chance. Vor der Brücke, wenn ich mich da innen positionieren kann. Und Sutil zieht spät rüber. Aber ich bin vorn. Und als nächstes die beiden Renaults. Das heißt, ich habe meinen Startplatz wieder. Kann zwar besser rausbeschleunigen als Petrov, aber er hat einfach mehr PS wie ich. Oh, ich hab nichts gesehen! Ui! Oh, vorsichtig beim Überholen. Eine Beschädigung am Auto ist das Letzte, was wir gebrauchen können. Ah, ich hab in der Gischt nichts gesehen gehabt und hab meinen Bremspunkt komplett verpasst und hab jetzt einen Kubitzer voll abgeschossen. Aber das Auto ist noch heil geblieben, also keine Ahnung, wie das möglich war. Petrov sehr weit außen in dieser ersten Kurve. Kann ich da innen reinbremsen? Ah, leider nicht. Und Torb auf der Brücke jetzt innen reinstechen. So, an Petrov vorbei. Drei Plätze besser als vorausberechnet. Nur weiter so. Ja, aber nicht mehr lang. Petrov ist jetzt im Windschatten. Ich bleib jetzt mal da rechts. Und bremst viel zu spät! Mein Freund. Ja, da muss jetzt die Position an Petrov zurückgeben. Ah. Du bist auf Platz 10 zurückgefallen. Viel zu viele Fehler von mir. Bist du deppert, das war knapp. Schönes Überholmanöver, gut gemacht. Habe die Ehre. Im Moment gibt es keine Aussicht auf besseres Wetter. Ich denke, du solltest vorerst bei den Intermediates bleiben. Okay, diesmal wird es deutlich früher bremst und nicht abgekürzt und bin jetzt knapp an Rosberg dran. Das heißt, den könnte ich jetzt sogar überholen. Ah, da hat Rosberg mehr Traktion wie ich. Aber wie schaut es beim Bremsen zur Haarnadel aus? Los jetzt, du hast ihn. Geh vorbei. Na. Ui. Fast am Körper ausgerutscht, aber jetzt im letzten Sektor. Der gehört mir, da muss ich ihn überholen. Boah. Also was da Codemasters für Linien programmiert hat, das ist der Wahnsinn. Du liegst 4 Plätze vor der erwarteten Platzierung, das machst du großartig. Also zumindest haben wir so ein paar geile Überholmanöver und mit Schumi steht der nächste Mercedes-Fahrer auf der Überholliste. Oh! Schumi fährt an die Box, genauso wie das. Und die anderen KI-Fahrer? Was ist los? Ja, der Regen, der scheint noch stärker zu werden. So, jetzt habe ich da jetzt gerade den Eindruck. Okay, die restlichen KI-Fahrer sind jetzt auch alle an der Box. Was für Reifen hat Hamilton? Ein McLaren ist jetzt vor dir. Der hat einen grünen Streifen, habe ich gesehen. Aber waren das Softs oder Regenreifen? Das habe ich jetzt nicht erkannt auf den ersten Blick. Ah, für Softs ist es ja noch viel zu nass. Gerade die schnellste Rennrunde gefahren. Ja, aber was für Reifen hat der drauf? Das würde ich gern wissen. Es hört wieder auf zu regnen. Warte, bis die Ideallinie abgetrocknet ist. Dann wechseln wir auf Trockenreifen. Oha! Also haben wir demnächst Trockenrennen. Jetzt sollte ein guter Blick auf Massa seine Reifen werfen können. Na! Wow! Déjà vu! Na! Jesus Maria! Du bist auf Platz 3 zurückgefallen. Komplett verscheuten und jetzt nicht nur Platz verloren, sondern nur Kenntnis über welche Reifen die KI-Fahrer haben. Weber! Ah!
Sind das nichts oder nicht bei dir? Ich sieh's nicht. Ah. Es schaut noch softs aus. Oder bin ich komplett narrisch? Mittlerweile hat der Regen jetzt komplett, also fast komplett aufgehört. Und Alonso ist jetzt hinter mir und greift an. Ich werde die Runde auf jeden Fall in die Box gehen, weil ich bin eindeutig am falschen Reifen. Schön konzentriert und gib 100%, dann kannst du dir diesen Platz zurückholen. So. Da haben wir sie nochmal gegen den WM-Führenden behauptet. Und Alonso greift an, innen. Alonso ist vorbei. Der KI ist nicht mehr mithalten, also mitten im Regen ist die KI auf Trockenreifen geswitcht und war schneller wie ich auf Intermediates. Und jetzt, wo es endlich besser wird, haben sie mich schon eingeholt. Nein, lass mich aussehen! Also, jetzt hätte ich mir Sekunden früher rauslassen können. Begrenzer aus, Begrenzer aus. Eieiei, P22. Es ist gar nicht wahr, weil es Vettel, der auf P20 ist. Ah, komm, oder wenn man der Glock jetzt davon sieht, dann versteht ich wollte nicht mehr, weil ich habe sogar ein Setup mit mehr Topspeed genommen. Ah, da kommt jetzt langsam näher. Und bremse einfach deutlich später. Ah, Alguersuari und Vettel sind jetzt direkt vor mir. Du hast dich auf den 21. Platz geschoben. Ui. Das wird ein lustiger letzter Sektor. Und schön außen an Vettel vorbei. Tolle Aktion. Und Alguersuari. Können wir mit dem Schwung auch noch attackieren. Und Schumacher auf P18. Ha, wie kommst du so weit nach hinten? Wir haben ja vorher am P4 kämpft vor meinem Boxenstopp. Oder ich komme aus der Box aus und fahre fast der persönlich schnellste Runde. Also ich war definitiv viel zu lang auf den Inters. Und verstehe nicht, wieso das Team mich nicht früher reingeschickt hat. Pushen, du kannst an ihm vorbeiziehen. Oh, da außen auf der Brücke vorbei. Jawohl, P18. Nice. Seiner Side-by-Side mit einem Force India. Während Della Rosa. Sei nicht zu die Ideallinie blockiert. Sonst wirst du noch bestraft und verlierst Plätze. Ich hab nicht weiter lenken können, also ich hab komplett nach rechts gelenkt, aber das Auto wollte nicht. Da kann man da Liuzzi attackieren. Jawohl. Da können wir seiner noch ein bisschen Luft verschaffen. So, und jetzt war der Teamorder nice. Aber seiner ist ja leider der Nummer 1 Fahrer im Team. Und es gibt ja keine Teamorder im Codemaster spielen. Noch immer nicht. Okay, außenrum an seiner vorbei und jetzt haben wir eine größere Lücke zum Zufall. Oh nein, nice, ich bin schon fast an Kobayashi dran. Was ist denn jetzt für eine Rundenzeit gefahren? 49,5, also 44,4 von mir. Bist du deppert. Das ist ja nicht mal ein Pace-Unterschied. Aber jetzt ist er gleich zu weit weg, dass ich da bei der, am Ende der Geraden attackieren kann. Oder doch nicht, außenrum! Jawohl! Gehen wir als nächstes Coverlinen. Punkte sind noch möglich. Boah, Heiki! Das geht schneller da. Und du sollst einer der schnellsten Fahrer aller Zeiten sein, laut Amazon AWS-Studie. Ah, da komme ich gerade nicht dran. Aber in der nächsten Runde habe ich die. Oh, sind rum wie gegen Kobayashi, der gleiche Move. Obwohl es ein bisschen zu lang dauert hat. Den Vorzug an Kovalein. Es hat ein bisschen zu lang gedauert, an Kovalein vorbeizukommen. Also da habe ich ein bisschen Zeit verloren. Aber Buemi P12, den sollte ich mir jetzt nur im letzten Sektor schnappen. Und hoffentlich die Lücke weit nach vorne weiter zufahren können. P10 ist nicht weit entfernt. So, mal schauen. Boah! I'll allow it. Buttonfoto sehr weit außen. Und geht es aus? Jawohl!
Na, Button ist innen. Wer hat mehr Traktion? Oh, wer spät bremst? Wer bremst später? Das würde ich sagen. Das bin ich. Und es kann hoffentlich über die Brücken genug Vorsprung aufbauen, damit ich mich auf der Langgeraden verteidigen kann. Ah, da haben wir wieder ein paar Regentropfen und Button kommt näher. Ich bleib wieder ganz rechts. Und bleib vorn. Das war wichtig. Eieieiei! Dummer Fehler von mir! Da wollte ich ganz kurz bringen, AFK. Aber ich bleib verbacken. Also dauert es jetzt noch länger, bis ich zu Hüttenberg aufschließen kann. Ja, nichts wird es mit Hüttenberg einholen und mit 10, weil der Regen ist zum Schluss stärker geworden. Und mit dem Regen auch der Hüttenberg, der ist mir nämlich komplett wieder davongezogen und hat über 5 Sekunden Vorsprung. Aber mein Vorsprung auf Button ist zum Glück noch groß genug, dass ich zumindest per 11 ins Ziel retten kann. Und somit sind wir jetzt auf der Startposition ins Ziel gekommen, was in einem HRT trotzdem ein recht zufriedenstellendes Ergebnis ist, würde ich mal sagen. Nur um einen Platz die Punkteränge verpasst. Gutes Rennen. Am Ende war es dann doch eine große Lücke vorne zu Hülkenberg und ich bin genauso wie Button und Vettel ohne Punkte geblieben. Das Rennen gewonnen hat Lewis Hamilton vor Felipe Massa und Mark Webber. Mit Sutil, Barrichello und Hülkenberg haben jetzt ein paar Mittelfeldfahrer auch noch fleißig Punkte sammeln können, genauso wie meine Konkurrenten im Kampf um Best of the Rest, Mercedes und Renault. Aber schauen wir mal kurz auf die Fahrer-WM, denn da sehen wir, dass ich jetzt auf den 6. Platz zurückgefallen bin, nachdem ich vor dem Rennen auf P4 war, einen Punkt hinter Button. Vorne an der Spitze hat Alonso jetzt 22 Punkte Vorsprung auf Vettel, also er hat doch nichts eingebüßt, sondern sein Vorsprung dann doch vergrößert und Hamilton hat zumindest die Lücke auf Vettel verkleinern können. Bei den Konstrukteuren geht es für HRT genauso wie für mich bei der Fahrer-WM nach hinten. Ich habe jetzt einen Platz auf Renault verloren und jetzt 3 Punkte Rückstand. Und in der zweiten Saisonhälfte werden wir hoffentlich weiter fleißig punkten können, damit wir da in dem Kampf zurückschlagen können. Das war's von der Strecke. Machen wir einen kurzen Sprung ins Motorhome. Denn wenn ich mit der Agentin quatsche, sehen wir, dass eben HRT top zufrieden mit meiner Leistung ist, aber ich habe mittlerweile auch das Interesse von Toro Rosso und BMW Sauber erweckt. Sauber ist zwar interessiert, aber mein Ruf ist momentan mit Stufe 13 nicht gut genug, damit ich dann da wirklich ein Angebot bekommen könnte. Aber für Toro Rosso würde es reichen, weil die benötigen Stufe 13 und das habe ich ja. Das heißt, wenn ich in den nächsten Rennen dann besser performe, wie jetzt in dieser Folge, und wieder regelmäßig in die Punkte fahren kann, wird es ja vielleicht noch was mit einem Wechsel zu Toro Rosso. Aber ja, das ist etwas, worum sich dann Zukunfts-Martin dann Gedanken machen wird. Jedenfalls sind wir jetzt am Ende dieser Episode angelangt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst es mich mit einem Like wissen, abonniert den Kanal, um keine weiteren Rennen zu verpassen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge, den Grand Prix von England in Silverstone, wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao.